Und hiermit herzlich willkommen zurück zu Paper Mario, die Legende vom Millionentor. So, wir müssen in diesen Aufzug gehen und dann sollten wir uns in einen linken Raum begeben, wo wir uns als Wache verkleiden können. Ich bin gespannt. Und wir sollen Kuzio wohl eine ziemlich wichtige Frage stellen. Bitte warten, draußen befindet sich zurzeit eine Wache. Was? Jetzt. Steige aus. Zimmer befindet sich rechts. Grünes Licht. Auf Schatten. So. Aber eigentlich ist es links, ne? Von ihr aus gesehen. Zieh dich hier um. Im Schrank findest du eine Uniform. Da ist nichts. Hier ist eine Uniform. Na komm her. Was? Das ist die Uniform? Und die soll ich anziehen? Korrekt. Na gut, wenn es sein muss. Ganz schön eng. Und stinkt du das auch noch? Fertig. Perfekt. Peach ist einfach mal geschrumpft. Was machst du hier? Es ist verboten, sich vom Standort zu entfernen. Was? Du hast gerade Pause? Na dann geh. Schau mich mal einfach mal hier um. Hier ist doch alles rot. Ach du liebes bisschen. Oh Gott, noch mehr Aufzüge. Willst du was von mir? Wenn nicht, quatsch mich nicht an. Ich habe zu tun. Aber gut, wir wissen ja bestimmt. Die haben ja gesagt, die haben auch ein Sternjuwel. Also wird es wahrscheinlich auch ein Dungeon-Gebiet sein. Hm? Irgendwie riechst du komisch. Riecht gut. Peach, dein Geruch verrät sich wieder. Herr General? Was gibt's? Also die Prinzessin. Was soll aus ihr werden? Hm? Deine Stimme klingt irgendwie seltsam. Na egal. Die Prinzessin. Es gibt nichts, was sie mir noch sagen könnte. Sie bleibt auf ihrem Zimmer. Aber seid auf keinen Fall grob zu ihr. Sagt das auch den anderen. Aber weshalb halten wir sie gefangen? Das geht dich nichts an. Kümmert ihr euch lieber darum, wie wir an den legendären Schatz kommen. Wir brauchen den Schatz, um die Welt zu erobern. Die Welt erobern? Mit einem legendären Schatz? Was veraltest du da? Hm? Du bist wirklich seltsam. Nein, alles in Ordnung. Hab verstanden. Danke, General. Peach kann den X-Move. Puh, das war ganz schön brenzlig. Aber die Welt erobern? Und was hat das alles mit den Sternjuwelen zu tun? Ach, das tut gut. Puh, dieses Kleid steht mir doch gleich viel besser. Also schnell zurück. Mit unzähligen Wachen vorne. Tech, euer Ziel ist es also, die Welt zu erobern? Korrekt. Wurde zu diesem Zweck angefertigt. Die Welt erobern? Also das? Peach, eine Frage. Gefällt dir die Welt, so wie sie gerade ist? Es gibt viele Probleme auf dieser Welt. Gefällt dir diese Welt? Natürlich mag ich sie, auch wenn sie nicht perfekt ist. Das ist doch klar.
Tatsächlich? Braucht man die Sternjuwelen für die Eroberung der Welt? Und was ist dieser legendäre Schatz, von dem Crucius geredet hat? Keine Antwort möglich. Beantwortung verboten durch Crucius persönlich. Aber... schon gut. Zumindest sollte ich Mario etwas über diese Welteroberung mitteilen. Tech, kann ich eine Mail schreiben? Positiv. Du kannst eine Mail schreiben. Schick sie bitte ab. Nachricht verschickt. Prinzessin Peach, für heute kannst du in dein Zimmer zurück. Ja gut. Gute Nacht, Peach. Oh ja, jetzt kommt Bowser. Hey, der war auch gerade bei uns. Ein Riese, versteckt euch. Dass Mario sich im Falkenheim rumtreibt. Sagt ihr etwas eurer Spitzrutigkeit? Nein, schon gut. Aber was waren das eigentlich für Winzlinge eben? Diese armen Kreaturen nennt man die Bubus. Eines dieser Wesen soll etwas über die Sternjuwelen wissen. Ihr solltet die versteckte Bubus suchen und sie über das Sternjuwel befragen. Hilfe! Oh, ist der riesig und hässlich. Oh, ich hab Angst. Keine Sorge, ich bin ja bei dir, Bro. Trampel! Ja! Oma Bubu. Du bist doch so ein... Du bist auch so ein... Du suchst doch auch das Sternjuwel, oder? Oh, zeig etwas mehr Respekt, du alte Schleimfatze. Erzähl, was weißt du über die Sternjuwelen? Unerhört! Was denkt ihr eigentlich, wer ihr seid? Oh, ihr spricht mit Bubuma, der Stammältesten der Bubus. Blass dich nicht so auf, du glibberndes Fossil. Toll, zwei keifende Omas, beides Fossilien. Euer Nachdenklichkeit, sagtet ihr etwas? Nein, alles in Ordnung. Also Großmütterchen, wo ist das Sternjuwel? Grundsätzlich habe ich zwar Respekt vor dem Alter, aber wenn du nicht sofort antwortest, dann kenne ich keine Gnade. Das Großmütterchen kannst du dir ruhig sparen. Und das Sternjuwel ist schon lange nicht mehr hier. Was? Das habe ich einem Mann mit Bart gegeben, Cabrio oder so, hieß er wohl. Er sucht nach den Sternjuwelen um die Prinzessin Queech? So hieß sie wohl. Naja, jedenfalls um eine Prinzessin zu befreien. Sicher Mario, nicht Cabrio. Und die Prinzessin ist sicher Peach, nicht Queech. Auf jeden Fall haben die Sternjuwelen, die Mario sucht, mit der Prinzessin zu tun. Dann schnappt er sich wohl gleichzeitig die Juwelen und die Prinzessin. Mario, dieser Schurke. Aber Peach und die Sternjuwelen stehen mir alleine zu. Dieses Mal mache ich dich garantiert fertig, sobald ich dich in die Finger kriege. Hat ja nicht so gut wunderbar funktioniert. Kein Level? Schade. Ihr müsst schon gehen? Na gut, wenn du so entschlossen bist, kann ich wohl nichts machen. Ich hoffe sehr, dass du alle Sternjuwelen finden wirst. Hey Bomber, ich werde mich nie wieder unerlauter Mitte bedienen. Mit hartem Training werde ich mir den Titel des Champions ehrlich verdienen. Und du wirst mich nicht noch einmal besiegen, verlass dich drauf. Bomba, vielen Dank für alles. So jemanden wie dich habe ich noch nie kennengelernt. Ich habe mich entschlossen, hier zu bleiben. Ich werde lernen müssen, etwas mehr auf mich selbst zu vertrauen. Du wirst mein großes Vorbild sein. Da Klebo nicht mehr da ist, werde von nun an ich die Arena führen. Ich werde deinen Platz frei halten. Komm uns also besuchen, wann immer du magst. Deine Fans würden glücklich sein, dich gelegentlich kämpfen zu sehen. Also, bis dann.
Jetzt haben wir schon 3 Sternjuwelen. Also los, auf nach Rohlingen. Aber erstmal speichern. Gut, dann einmal zurück nach Rohlingen. Und ich würde mal sagen, wir haben jetzt 3 Hauptkapitel gemacht. Ich würde jetzt ein paar Sidequests machen. Von der Jobbörse. Also wird es die nächsten 3-4 Parts eher um Erkundungen gehen. Ich glaube, das überspringen wir mal. Wir kennen ja die Sequenz ja schon. Ist hier eigentlich noch irgendwas? Hallo Rohlingen, habt ihr uns vermisst? Oh, ich hoffe, wir fahren demnächst mit dem Zug. Das wäre doch mal was. Und jetzt mit Yoshi kann man bestimmt an neue Orte gelangen. Hey Bomber, ich glaube, du hast eine Mail. Maru, ich weiß jetzt, was die Gangster planen. Sie streben die Weltherrschaft an. Dafür wollen sie die Sternjuwelen finden und einen legendären Schatz heben. Deshalb bitte ich dich, finde diese Sternjuwelen vor den Gangstern. Wenn ich wieder etwas erfahre, melde ich mich. Peach. Die Welt erobern? Das hört sich aber übel an, Bomber. Du kannst mich Mario nennen. Halt mir unten mal zum Beispiel da, wo ich Yoshi brauche. Ich frage mich, ob ich damit auch zum diesen Stachelraum zurück kann. Nein, das war so knapp. Komm, mach mal den mit RB mit. Wuhuhu, wuhuhu. Na, Stampfattacke ist wohl nicht praktisch. Noch irgendwas mit Items, was ich verbinden könnte? Nö. Ja, dann tauschen wir einfach mal. Das ist jetzt ziemlich mitgelaufen. Na, für Erfahrungspunkte, ne? Ach gut, der Zauber gibt's noch. Ach komm her. Oh, schon wieder gegnerischer Erstangriff. Ich wollte eigentlich blocken. Nein, ich wollte. Oh, da hat mir eigentlich ein Item zuwerfen wollten. Ach Mist. Okay, das ist schon mal eine sehr gute Attacke. Also mittlerweile habe ich das gut raus. Den Coolheitseffekt. Muss ich das jetzt nochmal machen? Belastung. Belastung. Oh, gut, dass da auch dementsprechend auch ein Insignia ist, dann können wir Yoshi auch direkt gleich aufwerten. Ein Insignia der Sonne erhalten. Komme ich damit jetzt nach hinten hin zum Sternsplitter? Nice.
Das ist ja praktisch. Belasto. So, was befindet sich da hinter der Tür? Düsterdorf. Ah, das ist bestimmt da, wo das vierte Kapitel beginnt. Deswegen gehe ich da lieber noch nicht hin. Habe ich was für den Level abgetan. So. Geht nur noch der eine. Vielleicht kann ich den ja rückkottern. Tatsache schaffe ich sogar. Level up. Dann gehe ich jetzt erstmal auf die Ordenpunkte. Ich gehe erstmal hier lang. Jetzt kann ich das hier zerstören. Ich möchte jetzt aber nicht kämpfen. Da komme ich nur wieder zur, sag schon an zur, na egal, kann ich jetzt nicht hier den nächsten? Ah, ich glaube, ich muss erst. Sag schon. Den Ionentor aktivieren. Geht's hier lang? Geht's hier nicht sogar zum Ionentor? Warte, genau, hier kann ich doch jetzt testen, ob. Ich bin selbst noch zu langsam. Ja, dann gehen wir zum Ionentor. Wenn wir eh schon mal hier sind. Überall Gegner. Jetzt einmal Stampfattacke. Juhu. Ein Sternsplitter.
Nice so. Wo mache ich das denn jetzt hin? Ach so, es ist eine Abkürzung. Okay. Na gut, dann setzen wir doch mal das nächste Sternjuwel ein. Das sieht wirklich nach einer Düsterarbeit aus. Auf der magischen Karte wurde die Lage eines Sternjuwels eingetragen. Das muss das vierte Sternjuwel sein. Gehen wir zum Professor, der wird uns das erklären. Aber zuerst sollten wir ihm von der Mail der Prinzessin berichten. Dürfte ich bitte vorerst die Abkürzung freischalten? Nein, darf ich nicht. Was? Die Kerle, die Prinzessin entführt haben, wollen die Welt erobern? Ganz genau, und deshalb wollen sie sich die Schatz krallen. Die Situation ist also ernster als vermutet. Es ist nämlich so, ich habe erforscht, was dieser legendäre Schatz ist. Und in einem der Bücher habe ich etwas Furchtbares darüber erfahren. Den zufolge erhält die Truhe in Wahrheit den Grund für ein großes Desaster. Eben des Desasters, das vor langer Zeit die versunkene Stadt vernichtet hat. Und nun denken die, sie könnten die Welt mit diesem Desaster erobern oder was? Ich weiß nichts Genaues, aber die Möglichkeit muss wohl in Betracht ziehen. Auf jeden Fall dürfen diese Kerle den Schatz nicht in die Hände bekommen. Wenn doch, wird auch diese Stadt... Nein, vielleicht wird sogar die ganze Welt untergehen. Okay, Professor, suchen wir also schnell das nächste Sternjuwel. Ganz meiner Rede, laut Karte ist das nächste Sternjuwel in Düsterdorf. Düsterdorf? Leider kann ich euch nichts Genaues darüber sagen. Wie der Name schon sagt, handelt es sich um ein düsteres, unheimliches Dorf. Ein Moment. Also, in den Katakomben soll es eine Röhre geben, die dorthin führt. Sie muss genau unterhalb vom Westend liegen. Wenn du sie nicht findest, sprich mich einfach noch einmal an. Unterhalb vom Westend. Also, danke, Professor. Und du, Bamba, los, beeilen wir uns. Eddie Bird, du darfst mich auch einfach Mario nennen. Sehen so, Mario, Kopio, geht es euch auch gut? Kopio, ohne dich fühle ich mich so einsam. Kupio, in deinem Haus riecht es noch nach dir, aber wenn du nicht da bist, fühlt es sich so leer an, wenn du verstehst. Naja, in letzter Zeit riecht es eigentlich mehr nach Kupador. So ein ganz komischer Geruch. Bestimmt, weil er so lange in Logots Bauch war. Ein seltsamer Geruch ist das. Aber ich gewöhne mich besser schnell daran, weil Kupador ja irgendwann auch mal mein Schwiegerpapa wird. Huch, was habe ich denn jetzt geschrieben? Ich schick's einfach ab. Kupine. RAD Ausgabe 2. Rohlingen heute, unglaublich, Toadsworth 60, der geschätzte Dauergast in Toadhouse zeigt gesteigertes Interesse an Westlet Toad 55. Bekannte der verwöhnten Köchin sorgten sich, diese würde sich belästigt fühlen, davon aber keine Spur. Toads wie er sind mir gar nicht einmal unsympathisch, so die Aussage der Kochin, der Küchenfee. Herr Rat bleibt am Ball und berichtet weiter. Shoppingdetektiv, sehr interessant ist der Shop von Bubowix im großen Baum. Die Firmenpolitik des gemütlichen Inhabers, Reichtum und Kundschaft werden leicht untreu, man darf sich deshalb nur nicht verkrampfen. Irgendwie verständlich, dass der Laden nicht wirklich gut läuft. Hierzu der einweilige Geschäftsbubu. Mein Laden liegt zwar etwas abseits, aber ein Besuch lohnt sich. Als Service für RAD-Leser verteilt
Bubuwix in den nächsten 15 Minuten bei jedem Einkauf die doppelte Menge Rabattpunkte. Rezeptecke. Heute steht Pfeffersuppe auf dem Menü. Einfach eine Feuerblume und ein kleiner Flamme kochen. Auf kleiner Flamme kochen. Fertig. Reich an KP und BP. Auch als Zwischenmahlzeit immer wieder gern gesehen. Zum Schluss. RAD, nützlich und aktuell. Freu dich auf die nächste Ausgabe. Und dann gehen wir nochmal kurz Yoshi aufwerten. Willkommen im Haus des großen Merlom. Für 3 Insignien erhöhe ich den Rang eines deiner Freunde. Also, wessen Rang möchtest du erhöhen? Von El Birdo. Ja, bitte. Rangus Aufus. Aufus. Möchtest du auch die Ränge deiner anderen Freunde erhöhen? Aktuell nicht möglich. Schau mal wieder vorbei. Machen wir. So, wenn ich mich recht erinnere, war hier hinten ja auch noch was, wo wir mit Yoshi rüberfliegen konnten. Na, ob das auch wirklich funktioniert? Ja, passt. Wieder eine Signier der Sonne. Haben wir nur für die Signier gemacht. Okay, kein Problem. Komm ich denn da bitte schon einen Sternsplitter ran? Ruhe für später. Ach, du bist es. Okay, Wonderful Minds. So, geh mal wieder hier hin. Hier ist die Shop-Basis, die wir machen. Okay. Sieht so aus, als könnten wir von darüber fliegen. Fragt sich nur, wie. Ist hier noch was? Nein. Das sieht verdächtig aus. Okay. Hier kann ich mit Leuten reden. Oh, Sternspiel erhalten. Okay. Finstus, so nennt man mich. Am besten gefällt es mir da, wo es düster ist. Was, du meinst, dann sollte ich lieber in die Katakomben gehen? Da ist es bestimmt super, aber Mom, da hinzukommen muss ich ja durch die Sonne. Ein Zombie? Hehe, heute habe ich wieder mit gesinkten Karten die Leute abgezockt. Aber einer ist mir auf die Schliche gekommen, also habe ich mich hier verkrochen. Sag bloß keinem, dass du mich hier gesehen hast. Doch, werde ich. Komm ich denn da hoch? Kann man hier hinten noch was machen? So komme ich schon mal nicht hoch. Da oben ist auch noch ein Sternsplitter. Ich glaube, das habe ich ja schon gemacht. Kann ich vielleicht über Tothaus da irgendwie hinfliegen? Ich muss das anders machen. Ich muss von der Seite aus, okay? Kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Einen Sternsplitter hole ich noch in dieser Folge.
Yay. So, okay, dann würde ich mal sagen, speichere ich jetzt hier an dieser Stelle. Und dann machen wir in der nächsten Folge bei den Quests weiter. Ich schau mal kurz, wie viele es denn mittlerweile sind. Was geht eigentlich? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, vierzehn. Vielleicht machen wir auch pro Folge sieben, dann sind es nur zwei Folgen. Ich würde offscreen aber zumindest schon mal die dritte Abkürzung freischalten. Aber wie gesagt, offscreen, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge bei den Sidequests wieder. Bis dahin. Tüdelü.